Servus Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Rennfahrerkarriere, diesmal vom Nürburgring. Und ist mir jetzt aufgefallen, das ist jetzt schon wieder, ich glaube das dritte Mal, dass ein Rennen hier aus meiner Karriere mit dem in der echten DTM aufeinanderfällt. Also ist jetzt auch gerade am Nürburgring das vorletzte Saisonrennen und hier genauso. Also bei mir kommt jetzt gleich noch, was ist gleich, nächste Woche dann noch der Ungaroring und dann kommt Hockenheim. Und in der echten DTM kommt jetzt nach dem Nürburgring noch der Red Bull Ring und dann Hockenheim. Und also sowohl hier als auch in der echten DTM jetzt das drittletzte Saisonrennen. Wir stehen weit vorne und zwar auf der zweiten Position, wenn es noch nichts mehr geändert hat. Also zweiter oder dritter. Da vorne kann man das weiße Auto erkennen. Ich glaube, auf der 2 stehen wir. War ein gutes Qualifying-Auto, hat mir zwar nicht ganz gepasst. Insbesondere im ersten Sektor hier in der Rechts- und auch in der Linkskurve in der Mercedes Arena. Also gerade Kurve 1 und 2, hatte ich ein bisschen Probleme, die Linie zu halten. Aber ja, ich habe mit dem Setup noch ein bisschen gespielt, konnte es aber nicht mehr testen. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt besser unterwegs sein sollten oder schlechter. Das heißt, es könnte ein ziemlich aufregendes, turbulentes Rennen werden. Wenn das Setup jetzt nicht ganz passt, dann kann von hinten die Meute bei mich herfallen. Aber ich gebe natürlich mein Bestes, um mich da zu verteidigen. Die letzten beiden Rennen in Moskau haben ja schon einiges an Spannung und an Zweikämpfen vorgelegt. Also es waren wirklich coole Rennen, haben mir auf jeden Fall mega, mega Spaß gemacht. Und hoffen wir, dass wir das Ganze jetzt so weiter fortführen können. Ich bin selbst jetzt gerade am Nürburgring, wenn ihr das Video guckt. Also ich habe jetzt so gemacht, dass ich die Videos jetzt immer samstags und sonntags um 8 Uhr veröffentliche. Es war früher bei YouTube so, dass man Videos planen konnte, also planmäßig setzen konnte. Das heißt, man kann sagen, okay, das Video kommt jetzt nächste Woche Samstag um so und so viel Uhr. Das ging aber nur, wenn man die Videos monetarisiert hatte. Also nur, wenn Werbung davor lief. Und ich will ja nicht, dass ihr Werbung gucken müsst. Es sei denn, es ist ein Video, wo ich irgendwelche Rechte verletzen würde. Die Best-ofs zum Beispiel mit der Musik, das ist immer so ein Thema. Da darf dann der Inhaber der Musik Werbung vorschalten, das ist auch gar kein Problem. Ist ja alles dann, geht dann mit rechten Dingen zu. Nur halt eben will ich nicht, dass vor hier so Videos Werbung kommt, weil ich eh nichts damit verdienen kann oder will. Und ja, deswegen will ich das Ganze werbefrei halten. Deswegen habe ich die Videos nicht monetarisiert. Jetzt geht es aber auch ohne Monetarisierung. Das heißt, ich kann jetzt Videos planmäßig setzen. Das mache ich jetzt immer. Deswegen Samstag, Sonntag, 8 Uhr kommt jetzt immer ein Video der Rennfahrerkarriere. Und falls nochmal sowas ist wie der 235i oder so, also was halt unter der Woche freigeschaltet wird, dann kommt halt relativ bald ein Video. Also das kommt ja nicht planmäßig, sondern einfach dann, wenn ich es fertig habe. So, ja, deswegen, also jetzt Samstag, 8 Uhr oder so, müssten wir jetzt kurz danach haben. Ja, okay, wann auch immer ihr das jetzt guckt, also, ja, war Schwachsinn. Alles klar. Wir sind jetzt ja erstmal unterwegs auf dem Nürburgring, 7,5 Kilo Erfolgsballast. Ja, das ist auch schon wieder eine ganze Menge. Ja, wir stehen auf der 2, okay. Hat ich nichts mehr getan. 15 Minuten, gucken wir auf die Startaufstellung, Green steht vor uns. Dann kommen wir, Wickens, Auer, Matthias Ekström, Wittmann, Di Resta, Blomqvist, Perfut, Spengler, Glock, Molina, Mata, Vitoris, Müller, Da Costa, Mortara, Götz, Scheider, Tombe, Farfus, Ocon, Junkedaya und Rockenfeller nur auf der 24. Der Mike hat ja auch wieder sein Heimrennen hier, ja, beziehungsweise generell Team Phoenix hat das Heimrennen, gerade gegenüber 5 Minuten oder so vom Ring weg. Ist auch mein Heimrennen, weil der Nürburgring auch die nächste Rennstrecke an meinem Heimatort ist. Und ja, dementsprechend gilt wie jedes Jahr, schön mal in der Heimat Punkte sammeln. Letztes Jahr konnten wir ja einen Doppelsieg einfahren, sowohl samstags als auch sonntags, wenn ich mich recht erinnere. Damals war es aber so, dass es dann doch in der letzten Runde entschieden wurde. Heute, wenn es geht, will ich es ein bisschen früher klar machen. Aber erstmal müssen wir am Green vorbei und dafür müssen wir erstmal einen guten Start hinlegen. Ich bin in der Saison schon ein paar Mal richtig gut gestartet. Hatte aber auch schon das ein oder andere Mal, wo ich überhaupt nicht gut wegkam. Von daher, Start ist tatsächlich sehr, sehr schwer mit einem DTM-Auto hier. Und ich werde mein Bestes geben, dass ich da bestmöglich wegkomme. Und ob mir das gelingt, das sehen wir dann jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Start und auch beim Rennen natürlich. Also, bis später. Get ready. Green, green, green. Okay.
starts okay, we can build something from this. Come on, keep pressing him, force that mistake. Is now leading. Wickens is reeling you in. The gap's now 0.19. Ah, don't panic, we'll get him back. That lap was at 125.3. Sector 1 is 0.4 off the pace. You're a tenth off the pace in Sector 2. Sector 3 is 0.9 off the pace. Pit window opens in 2 minutes. To Wickens, ahead is now 0.8. The pit window opens in 1 minute. Wickens is now in the lead. That's a new fastest lap for Wickens, 123.7. Fastest lap. You're a tenth off the pace in Sector 1. The guy behind has just done a 123.9. Stay close. Pit window is open. 10 minutes remaining. 10 minutes.
Sector 1 is 0.8 off the pace. Sector 2 is 0.5 off the pace. You're a tenth off the pace in Sector 3. Good move, mate. So, der Wickens geht hier auf jeden Fall schon mal richtig gut ab. Also den Green konnte ich da am Start nicht überholen. Im Gegenteil, mich hat der Wickens ja kurz überholt gehabt. Konnte mich aber wieder zurückkämpfen. Und dann ist der Wickens also an mir vorbeigegangen irgendwann. Und auch am Green. Was natürlich gut ist, weil der Green ist natürlich Meisterschaftsfavorit. Beziehungsweise, ich glaube, sogar Führender. Und der Wickens kann ihm da einiges an Punkten abnehmen. Also der Wickens ist auf jeden Fall hier das Maß der Dinge momentan, so wie es aussieht. Der legt auf jeden Fall richtig gut Tempo vor, aber wir können jetzt zumindest noch dranbleiben. Die Setup-Änderung, die ich mir erwünscht hätte, haben leider nicht gegriffen. Also ich habe immer noch ein sehr ruhiges Heck, unruhiges Heck. Und ja, also hier habe ich mich in der zweiten Runde mal ein bisschen verbremst, da musste ich dann die Kurve kurz schneiden. Weil ich ansonsten zu hart über den Randstein wäre. Ich habe dann auch den Wickens vorbeigelassen, weil hätte ich da reingehalten, dann hätte das eine Strafe gegeben für Kartinge. Für Cutting the Track und Gaining an Advantage, also einen Vorteil verschaffen. Deswegen habe ich dann gedacht, komm, lass dich fahren. Dich kriege ich auch so wieder. That's half distance. Great stuff. Keep it coming, mate. So, was mich jetzt ein bisschen wundert, der Crew-Chief hat mir gerade gesagt, ich soll reinkommen. Aber es ist gerade mal die halbe Renndistanz gefahren. Ist das Boxenstofffenster hier so klein? Naja, aber wir gehen mal lieber rein, wenn der das sagt. Closing in 2 minutes. Box, box, box. Pit now. Primes. Na gut, die kommen auch rein. Also, wird wohl schon seine Richtigkeit haben. Wickens is leading the race. Track's clear. Push, push, push. Pit window closes in 1 minute. Okay, also wir kommen jetzt als Führende aus der Box, was schon mal sehr, sehr gut ist. Es sind noch 500 Minuten auf der Uhr. Und das Schlauste wäre es, wenn wir jetzt versuchen, den Abstand ein bisschen zu vergrößern. Und deshalb bin ich jetzt mal kurz ein, zwei Runden still und versuche mal Quali-Laps zu fahren. Weil wir haben jetzt 3 Sekunden nach hinten und ich befürchte fast, dass das wieder kleiner wird zum Rennende. Windows closed. 5 minutes remaining. Bring it on home. You're the man.
currently setting the pace. Sectors 1 and 2 are 0.3 off the pace. Sector 3 time is quick. New fastest lap for Wickens, 123.2. The gap to Wickens behind is now 4.0 seconds. So, und der Wickens und der Wittmann, die sind jetzt zwei schnellste Runden gefahren. That's a new fastest lap for DiResta, or 22.7. Ja, es legt der DiResta auch noch nach, also die drehen jetzt halt richtig auf. Abstand ist jetzt 3,5 Sekunden gerade gewesen in Kurve 1, jetzt kann ich gerade nicht drauf gucken. 3,2, ja, 3,1, ja, es ist also... Es hält sich so um die 3 Sekunden, aber es war auch zwischendurch schon mal deutlich weniger. Jetzt sind wir gerade noch bei 2 Sekunden, aber die Kurve habe ich auch gerade richtig schlecht genommen. Da darfst du also überhaupt nicht auf diesen Ludwig Teller kommen. Weil der hebelt sich mal komplett aus. Da haben sich auch der Niklas Nielsen in der Formel 4 und auch ein Auto aus der Super Tourenwagen Trophy überschlagen. Als ich auf der ADAC GT Masters war. Das war ganz witzig. Aber ich glaube, das hatte ich schon erzählt. In einer anderen Folge. Ah, 2,5 Sekunden. You're now in the lead. You've just done a 123.7. Sector 2 is 0.7 off the pace. Ja, und die Hinterreifen lassen ein bisschen nach. Ist mir jetzt aufgefallen. Also hier jetzt gerade bin ich gerutscht, aber auch schon in einer Runde davor ist mir das Heck ausgebrochen. Also die Hinterreifen bauen ein bisschen ab. Aber jetzt ist es ja eh nur noch eine Runde. Ja, aber wir sollten nicht auf die Wiese fahren. So, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, dann ist der DiResta von der 4 auf die 2 gefahren in einer Runde. Aber das konnte ich nur links im Augenwinkel erkennen. Aber ich meine, DiResta war auf 2 geführt. So, und weil ich jetzt nicht die Hinterreifen
überfahren will, nämlich ein bisschen Tempo raus. Und das merkt man sofort, der Duster kommt ran. Aber ich kontrolliere das Ganze hier. Deswegen kontrolliere ich das auch sauber nach Hause. Jawolleck! Well done, mate. That was absolutely perfect. Great win. Sieg auf dem Nürburgring. Und das ist auf jeden Fall der dritte in Folge. Und ich weiß nicht, ob wir davor die Saison hier auch gewonnen haben. Aber drei in Folge sind es auf jeden Fall. Das ist nice. Und das hilft uns, glaube ich, in der Meisterschaft auch ein bisschen. Wobei, ja, The Green auf 3. Gucken wir uns mal an. Also, wir sind auf der 420, Green 186. Puh, also, naja, ich sag mal so, Extrem könnten wir noch bekommen. Oh, Wittmann und Green, beide 186. Also aufs Podium der Meisterschaft könnten wir noch kommen, aber ob wir da noch auf das oberste Treppchen gelangen? Uiuiui, also wenn ihr mich fragt, das wäre ziemlich, warte mal, 186, 120, sind 66 Punkte. Das sind noch 5 Rennen. Das ist halt echt noch alles drin, gell? Aber es wird verdammt hart. Also, Green, Wittmann und Ekström. Wir müssen jetzt auf jeden Fall immer vor die kommen. Ansonsten haben wir keine Chancen mehr. So, Teamplatzierung. RMG. Wo sind die anderen BMW-Teams? RBM ist hier. M-Tech da. Schnitzel auf 6. Okay. BMW. Okay, also Herstellerwertung führen wir ganz klar an. Das ist schon mal nicht schlecht. Mercedes. Heieiei. Naja, okay. Also dann. Ja. Sieg in Rennen Nummer 1. Mal gucken, was wir morgen rausholen können. Ich hoffe doch Ähnliches. Aber alles nur Mutmaßung. Das bringt uns nicht weiter. Deswegen mache ich jetzt hier mal Stopp. Gehe direkt ins nächste Rennen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, halt die Bosch durch. Ciao.